Das wird ein bisschen ein anderes Video. Wir sind heute beim Beauty Doc, beim Dr. Eigner. Das ist übrigens der beste Arzt in Wien, also der beste Chirurg. Wir halten uns natürlich an den Abstand und die Maskenpflicht und... Ja, und wir nehmen euch heute mit. So, die Lisi ist jetzt schon ein bisschen nervös. Sie kriegt dann eh gleich mal die Kamera. Wir müssen das jetzt immer so im Wechsel machen. Ja, ich war eh schon mal und sie ist ein bisschen nervös. Ich bin nicht nervös, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das ist schon 3 Jahre her oder so. So, jetzt sind wir gleich da beim Arzt. Jetzt fühle ich mich das noch einmal, weil ich vorhin zu dumm war, Play zu drücken. ich bin ja das erste Mal da, aber sie hat mir auf jeden Fall den Dr. Eigner empfohlen. Aber jetzt langsam kriege ich echt schon Herzklopfen, weil ich nicht ganz genau weiß, was ich mir da eingelassen habe und ich nicht der Spritzen-Fan bin. Aber ja, ich werde euch dann ehrlich meine Meinung sagen, wie ich es empfunden habe. Wir halten uns wirklich an alle Regeln. Wir sind beide getestet, beide negativ getestet natürlich. Die Nina wird jede Woche sowieso getestet. Ich bin jetzt im Krankenhaus getestet worden, auch negativ. Also, ja. Los geht's! So, wir sind jetzt angekommen und jetzt habe ich meine Daten ausgefüllt. Und jetzt... Oh! Herr Dr. Eigner! Nein, also, jetzt warten wir einfach, bis wir dran sind. So, Nina, wie fühlst du dich kurz davor? Und sie hat mir gerade gesagt, dass es jetzt 4 Jahre her ist, seit meinem letzten Termin. Das habe ich auch nicht mehr gewusst, weil ich habe, glaube ich, vorhin 3 Jahre gesagt. Ja, ich muss auch dazu sagen, also da ist einmal die Auflistung, was er alles so macht. Kann man aber eh alles nachlesen. Aber dieser nette Herr hat auch meine Möpse gemacht, by the way. Macht für mich keine wirklichen Unterschiede mehr. Deine letzten Worte. Ich nehme die Valentina. Kein Ding. Genauso wie der erste Durchgang bei ihr. Ja, nein, also ich glaube, ich nicht mehr. Ich glaube, das wäre für mich zu viel. Aber es ist schön. Sind wir halt noch sehr weit auf der natürlichen Seite. Mhm. Jetzt so wie es ausschaut. Also bei mir nicht. Naja. Was sagst du? Ich finde sie richtig geil. Soll ich noch was oder soll ich es so lassen? Ich würde es so lassen. Schon, gell? Ja, ich glaube auch. Also wir sind jetzt fertig und wie lange hat das jetzt gedauert? Ich habe den Chris geschrieben um 14.50 Uhr, wir sind beim Arzt, da haben wir uns noch nicht einmal angemeldet
Und um 15:20 Uhr, jetzt sind wir fertig, beide. Also es ging wirklich ratzfatze. Richtig cool, es ist wirklich Schönheit to go. Ja, Verkehr. Ich finde ihre Oberlippe richtig wir geil. Haben jetzt nicht, mal. Wir haben jetzt keine ganze seitlich, Ampulle. Seitlich ist schon richtig. Wie viel hast du drin? Ich habe keine Ahnung, aber keine ganze Ampulle. Wir haben es bei mir wirklich natürlich lassen. So, ich zeige euch das jetzt auch. Es ist jetzt noch ein bisschen, also man sieht hier den Einstich. Und ich bin halt noch ein bisschen rot, weil ich da keine Schminke oben habe. Es wurde auch betäubt. Es fühlt sich jetzt auch ein bisschen Bumstick an. Aber das ist nur die Anästhesie. Das heißt, es geht dann auch in Kürze weg. Und was ich auch noch ganz interessant gefunden habe, ist, dass man zum Weinen anfängt, wenn man in die Lippen reinsticht, weil das irgendwie ein Reflex ist. Ich finde das interessant. Ja. Ich muss echt sagen, ich habe echt gedacht, das wird wehtun und ich habe mich wirklich erschreckt und ich bin wirklich, wirklich extrem wehleidig. Es hat wirklich nicht so weh. Und sicher, es piekst. Ja, davon gehe ich aus, wenn ich Spritzen treffe. Aber es ist bei Gott nicht so schlimm und es geht so, so schnell. Und man ist ja wirklich gleich betäubt, sobald einmal oben was drinnen ist, zum Beispiel spürst du den nächsten Stich nicht mehr, weil es gleich betäubt. Also es ist wirklich nicht schlimm. Achso, ich kenne. So. Habe ich eh nichts zwischen die Zähne?